Heute begann unser Tag richtig sportlich. Der Chrissy hat Geburtstag und er hat sich als Start in seinen Tag gewünscht, dass wir mit dem Gym anfangen. Also waren wir erstmal ein bisschen pumpen. Das ist übrigens unser Auto bis zum 1. Oktober. Am 1. Oktober fahren wir jetzt mit dem Nissan X-Trail von Sydney bis nach Melbourne. Bevor wir heute aber Sydney auf den Kopf stellen, müssen wir erstmal Wäsche waschen. Und danach geht's los. Und da ist auch schon das Geburtstagskind neben einer Pusteblume. Im 2X-Café gab es dann für ihn und uns erstmal ein leckeres Frühstück. Und jetzt gehen wir uns mal auf die Suche, machen uns jetzt mal auf die Suche nach der berühmt-berüchtigten Oper. Aber vorher gehen wir noch eine Runde ins Museum. Jetzt aber schnell weiter. Unsere Zeit in Sydney ist begrenzt. Wir müssen die Oper noch finden. Gefunden. Kuckuck. Was ist dein Eindruck von Sydney? Gefällt dir? Voll, richtig schön. Ich finde es richtig gepflegt und sauber. Und ja, ich bin beeindruckt. Auch die Parkanlagen sind unglaublich schön. Und alle Leute sagen ja immer, das Opernhaus sieht viel kleiner aus, wenn man davor steht. Würdest du das auch sagen? Ich finde, es geht, dadurch, dass man das jetzt schon so oft gehört hat. Ich bin schon drauf eingestellt. Ich muss sagen, so klein ist es jetzt auch wieder nicht. Wir können ja mal gern zur Seite schauen. Das sind drei Gebäude. Von dieser Brücke aus hat man den besten View da drauf. Das ist auf jeden Fall sehr geräumig. Also wie ihr seht, wir sitzen zu sechs jetzt hier drin. Wir haben glücklicherweise da hinten noch zwei Plätze gefunden, die man rausklappen kann. Gefunden. Wer hat die eigentlich gefunden? Und so hat auch der Louis einen Platz. Unser nächstes Ziel auf der To-Do-Liste war der Bondi Beach, der berühmt-berüchtigte Strand für Surfer aller Welt. Unser erster Corn Dog, den wir überhaupt essen. Nee, den in Sydney. Und? Und? Lecker. Lass mich auch mal probieren. Corn Dog with the View. Also, das schmeckt geil. Ist das nur Käse oder was? Jetzt mit Soße. Die hat mich voll gekleckert. Und? Schmeckt. Komisch, dass man das dazu isst. Ketchup. Ich mit Soße. Ich muss noch Pfeffer machen. Ist doch. Für was ist der Bondi Beach denn so berühmt? Zeig die Pools. Schatz, für was ist der Bondi Beach denn so berühmt? Jetzt sieht man sich ganz so viel wie gerade eben noch, aber für Surfen. Lauter! Der ist für Surfen weltbekannt. Und für die Pools. Welche Pools? Welche Pools? Ich zeig sie euch. Ich brauche einen Hotspot. Eine Autoschüssel haben. Was? Was ist mit den Pools?
Hier gibt es Pools, die in die Klippen reingehauen sind, die mit Weizen gefüllt sind. Mit Weizen gefüllt sind, nee, mit Salzwasser gefüllt sind. Mit Salzwasser aus dem? Aus dem Meer. Und in dem feinsten Sandstrand haben wir noch den Sonnenuntergang genossen, bevor wir dann wieder loszogen in Richtung Abendessen. Das Geburtstagskind hat sich einen Japaner rausgesucht, wo dann Sushi aufgetischt wurde. Aber lasst euch von den nächsten Bildern nicht die Nase lang machen. Unser Tag endete dann gegen 23 Uhr und wir haben ins neue Hotel eingecheckt für eine Nacht. Ich sag mal bis morgen!